Ja, das ist wirklich die jüngste Videobotschaft des brasilianischen Präsidenten an sein Land, das mit mehr als 90.000 Todesopfern nach den USA am zweitstärksten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Bolsonaro selbst war an Covid-19 erkrankt, nahm zur Linderung ein Malariamittel, bezeichnet sich mittlerweile als geheilt und hat nun ein anderes Problem. Ich hatte gerade eine Blutuntersuchung. Gestern war ich ein wenig schwach, ich habe eine leichte Infektion und nehme jetzt Antibiotika. Nach 20 Tagen im Haus habe ich andere Probleme. Ich habe Schimmel in meiner Lunge. Allerdings wurde Bolsonaro in den 20 Tagen auch außerhalb des Hauses gesehen, bei den Emus im Garten. Zudem ist sein Regierungssitz groß. Lüften dürfte eigentlich kein Problem sein. Der Rechtspolitiker Bolsonaro verharmlost von Beginn an die Pandemie als kleine Grippe, verzichtete lange auf Hygieneregeln und tut es immer noch. Wehe dem, der diese Hand schütteln muss. Bereits 5 Minister seiner Regierung sind Corona-positiv. In Brasilien gibt es Proteste gegen den Präsidenten, aber auch dessen Anhänger gingen auf die Straße. Und Bolsonaro verspricht schnelle Hilfe. Sie sprechen über den Covid-19-Impfstoff. Wir sind beim Test dabei. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass der Impfstoff funktionieren wird und 100 Millionen Einheiten zu uns kommen werden. Nun hat sich auch Bolsonaros Ehefrau Michelle angesteckt. Grund zur Sorge scheint Brasiliens Präsident nicht zu haben.